Der Himmel der Kunst schließt ein, dass sie auch die Hölle gestalten darf und alles, was zwischen der und dem sozialen Himmel liegt oder ganz abseits der kürzesten Strecke, mit der man die beiden verbinden könnte. Der Horizont der spekulativen Fantastik ist nicht eine Sportveranstaltung, bei der die gewinnen, die eine utopische oder dystopische Lektion verteilen oder lernen. Er ist offen und soll es sein. Dietmar da hat eben abgestellt. Großes Thema der Gegenwart eben Utopie, Dystopie. Es gab in Wien Anfang des Jahres eine Konferenz, Literatur im Herbst, ne, im Odeon in Wien. Besser Kunst als Hoffnung, besser Kunst als Angst. Dort wird auch auf George Orwell zurückgegriffen. Von Dietmar Dart nicht ganz so gut bewertet. Das Ding habe ich 1979 gelesen. Es war ein klarer, kalter Tag im April und die Uhren schlugen gerade 13, als Winston Smith, das Kinn an die Brust gepresst, um dem rauen Wind zu entgehen, rasch durch die Glastüren eines der Häuser des Victory Blocks schlüpfte, wenn auch nicht rasch genug, als dass nicht zugleich mit ihm ein Wirbel riesigen Staubs eingedrungen wäre. Das ist der erste Satz von 1984, viel berühmt, kaum noch gelesen, ne? Keine Ahnung. Ich habe mir gerade vorgenommen, jetzt mal endlich Dietmar Dart zu lesen, Die Abschaffung der Arten. Ist schon ein altes Stück, 10 Jahre alt. Roman bei Suhrkamp. Dietmar Dart hat 1001 Texte und Bücher geschrieben und ich habe einige viele von ihm gelesen und natürlich, wie sagt man da, mit Zustimmung. Ja, und ich höre gerade hier einen Vortrag von ihm, den ich dann unten im Beitrag verlinken werde. Außerdem sehr gut ist Dart bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2019. Kann man auch auf YouTube finden. Ne? Also, wer da Lust hat auf kompliziertere Satzkonstrukte, kann mitmachen. So viel für heute. Tschüss.